Alola, liebe Freunde, um 12 Uhr heute haben wir gesagt, machen wir diesen Karton auf vom guten Patrick aus Korschenbräuch, wo ich mich nicht mehr entsinnen kann, was ich denn dort drin habe. Das ist immer cool, wenn das hier nach 2-3 Wochen liegt. Du hast den WhatsApp-Verlauf, wenn es denn aus der Pokémon-Gruppe war oder wie auch immer, schon gelöscht, da der Kauf abgeschlossen ist und man verpennt einfach, was hier drin ist. Dann wisst ihr gar nicht, wie das für mich selber auch gerade absolutes Feeling ist. Ein Gänsehaut, ein Zittern in den Fingerspitzen, dieses Package zu öffnen. Und so weiß ich denn nicht mehr als ihr, was drin ist. Ich kann vermuten, 151, da wir aktuell heute schon 151 gut was aufgemacht haben. Aber es könnte auch genauso Yu-Gi-Oh! Dragon Ball pure Fuck-Ever sein. Haben wir hier ganz viel Paper. Da ist kein Giveaway mit drin. Dann haben wir hier einmal diesen Umschlag. Der Karton ist leer. Das Papier natürlich zurück. Sehr clever vom guten Patrick aus Korschenbräuch war es, glaube ich. Okay, da waren Notizen drauf, die glaube ich nicht für mich waren. Wie soll es auch anders sein, hat Pokémon in die Kamera gecrasht. Haben wir jetzt den wahren Inhalt, nämlich diesen Umschlag, welchen ich leider zerreißen muss und nicht wieder verwenden kann. Ihr wisst, Nachhaltigkeit ist das A und O bei der Alola Nordseeküste bei eurem Pokémon. Und wir kommen hier auf drei Grading-Karten, welche wir natürlich jetzt liebend gerne in die Sammlung mit aufnehmen können. Wo wir einmal im Background sehen können, dass wir da EU-Grading haben und zweimal PSA und wir in der Mitte gar nicht mal eine Karte haben, sondern einen Aufkleber. Ich denke, ich drehe das Ganze mal so herum um und wir starten das Ganze mit einem wunderschönen Glurak, die Promo Illustrator aus Japan, Charizard 2022 mit einer 9,5 Gemmint. Ich schalte das Licht mal wieder ein. Hilft uns das jetzt? Bam. Naja, ich finde nicht, oder? Der Fokus liegt nämlich voll auf dem Background. Dann haben wir als zweite Karte, wie gesagt, den Sticker von 1999, Ash, der Goldsticker mit einer Nier-Mint 8 PSA gewertet. Und zum Schluss kommen wir zu, natürlich, wie soll es anders sein, zum mächtigen Nidoking. Fokus? Jetzt haben wir einen Fokus, glaube ich, oder? Come on, Leute, haben wir das mächtige Nidoking Reverse Foil aus Evolutions. Wo es die Mega-Pokémon gab, meine ich. Mega Glurak, Mega Tutor, Mega Bisaflor. 2016 XY mit einer wunderschönen Nier-Mint, Mint 8, Leute. Nidoking. Ich werde die anderen beiden nochmal kurz on the cam halten. Da der Fokus jetzt da gegeben ist. Seht ihr das? Ash. Dieser Gesichtsausdruck, wie viel Emotionen, Erinnerungen, Gastfreiruf, wenn wir an den Anime denken. Und da haben wir nochmal das Glurak mit dem gegebenen Fokus auf die Karte. Einfach mega, Leute. Wenn ihr euch Bock hattet, wie gesagt, lasst ein Abo da, kommentiert bitte, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann wieder spätestens, natürlich um 15 Uhr, wo wir einmal vorsichtig die Karten weglegen. Diese wunderschöne Gengar-Box, oder? Come on, Leute, let's go, catch it all, euer Pokémonie.